am Ende da niedergerungen. Tor in Koblenz. Ja, da ist es doch, bitte. Gerade eingewechselt und dann vielleicht der Mann des Nachmittags, Martin Forkel. Der ist ja, eine Minute, zwei Minuten vielleicht auf dem Feld und macht hier das 1:0 in einer Art und Weise, wie ich es von diesem Spiel hier nun als letztes erwartet hätte. Gucken Sie sich das an und genießen Sie es. Kann man mal machen gegen Borut Mavric, der aber sowas von chancenlos ist. Mit dem Außenriss da oben rein. Herrlich. Und vermutlich die Entscheidung zugunsten der TuS Koblenz. Eigentlich hat hier keiner von beiden ein Tor verdient gehabt. Aber Fürth für Passivität dann vielleicht doch zu Recht bestraft. So kann man als Mannschaft, die den Aufstieg reklamiert, nicht auftreten. So wenig Bewegung, so wenig Idee.